für mich ist Gig & Go eine musikalische Busreise quer durch die Lande von Rheinland-Pfalz und eine Busreise, die von skurrilen Begegnungen erzählt, von alltäglichen Begegnungen, mal weniger alltäglichen Begegnungen. Der Film handelt davon, dass ein Bus durch Rheinland-Pfalz fährt und immer mehr Leute einsteigen. Und es gibt keine Grenze, es gibt keine Neins, das geht nicht, sondern der Bus ist offen für die Leute, die mitfahren wollen. Und die Leute, die einsteigen, sind offen, um mitzufahren. Wie kann man offen sein, um mit Leuten in Kontakt zu kommen? Das heißt, ein Film, ein Plädoyer an den Abbau innerer Kategorien und offen sein. Ein Nebenprodukt, was wir nicht thematisieren und ins Zentrum stellen, ist, wie kann Kunst barrierefrei sein für alle, von ganzen Spektrum menschlicher Möglichkeiten. Das ist nicht im Zentrum, es ist aber ein selbstverständliches Nebenprodukt für uns. So, dass eben alle den Film verstehen, die den gucken, aber auch alle mitmachen können. Maya Halen is a danceability dance company open to everybody. People at all levels of experience cooperate equally with each other in dance, rehearsal and performance. All dancers mutually teach each other evenly. Das Schönste an dem Projekt war zu sehen, wie unsere Tänzerinnen und Tänzer letzten Endes als Schauspieler brilliert haben. Also was wirklich für uns alle ein Neuland war. Aber dann zu sehen, mit welcher Souveränität jeder einzelne von uns in diese Rolle geschlüpft ist und mit welcher Authentizität sie das transportiert haben, mit welcher Natürlichkeit sie ihre Rolle gespielt haben, ihre Texte gesprochen haben, sich da in Situationen begeben haben, die wirklich teilweise ziemlich abgedreht waren. Das hat mich total verblüfft. Für mich persönlich hat Danceability mein Leben positiv komplett auf den Kopf gestellt, hat mich gelehrt, mit meinen eigenen Grenzen umzugehen, beziehungsweise mich anders auch wahrzunehmen. Nicht, wie ich das in der Vergangenheit, aus meinem persönlichen Erleben in der Vergangenheit oft erlebt habe, dieses Defizitäre, etwas nicht zu können oder Dinge gehen nicht oder dies oder jenes, sondern es hat mir Möglichkeiten aufgezeigt, auch über meine persönliche Erfahrung hinweg, also über Persönliches hinweg, ist Danceability für mich eine Lebensphilosophie, die sich wirklich auf alle Alltagsbereiche anwenden lässt und die uns allen einfach nur gut tut.